Wir sind ja auf der Deutschen Partnerkonferenz von Microsoft in Darmstadt zum Thema Cloud Computing. Darf ich jetzt den Herrn Christian Nern interviewen? Herr Nern, welche Position haben Sie bei Microsoft? Frau Rachweil, ich bin zuständig bei Microsoft für die Lösungspartner und für die Cloud-Services. Das heißt, wir bauen zusammen mit unserem Partner den neuen Lösungskanal auf, der aus den klassischen Systemintegratoren kommt, der durch Partner-Hosting, Managed Services erweitert wurde und den wir gerade durch die Cloud, was ja neue Partnerformen mit sich bringt, mit neuen Partnern anreichern werden. Das heißt, Sie sind in Ihrem Job auch sehr nah am Puls des Marktes. Wie ist es denn mit den deutschen Unternehmen? Wie nehmen die dann das Thema Cloud Computing an? Wir haben derzeit eine interessante Situation. Derzeit kommen eher die Unternehmen auf unsere Partner zu, fragen nach Cloud Computing und gehen aktiv darauf ein, was ist das, was bietet Microsoft an. In der Vergangenheit war es immer sehr stark, unsere Partner haben die Unternehmen zu neuen Produktversionen, zum Beispiel SharePoint oder auch zu neuen Produkten überreden müssen. Das heißt also, gerade Cloud Computing ist nicht mehr ein Phänomen, was ist es, sondern es wird gerade bei den Unternehmen überlegt, wie macht man es, zeigt sich auch in Statistiken, das Wachstum. Tech Consult geht von 45% in den nächsten 3 Jahren aus. Wir sehen es selber auch gerade im Bitkom, wenn man sich die IT-Entscheider dort anguckt, die sagen, mit bis zu 30% beschäftigen sie sich mit dem Thema, wollen da auch schon tief einsteigen. Und wenn man sich allgemein Cloud anguckt, jeder von uns, über 80% machen Homebanking und 40% geben ihre Daten in Webseiten ein für eine Kreditkarte, wenn hier zum Beispiel über online eingekauft wird. Das heißt, Cloud ist nicht mehr nur ein Thema speziell in der IT, es wurde im Konsumerbereich zum Beispiel vor 15 Jahren gerade mit unserem Dienst, mit dem Hotmail ja auch schon gestartet. Jetzt ist ja Microsoft, was vielleicht nicht immer so bekannt ist, sehr breit aufgestellt, was das Thema Cloud Computing betrifft. Ja, was decken Sie alles ab? Wir haben generell, wenn Sie die verschiedenen Layer angucken, gibt es ja die Infrastructure as a Service, es gibt die Plattform as a Service und es gibt Software as a Service. Im Endeffekt die unterste Plattform, die Infrastructure, ist ja das klassische Betriebssystem und die Hardware. Microsoft ist ja ein Anbieter von Software und Lösungen. Das heißt, wir sind ja nicht spezialisiert auf andere Themen wie Suche, sondern wir wollen ja sehr stark Produkte von Software verkaufen. Deswegen ist die Infrastrukturplattform Azure, was jetzt letztes Jahr im Mai gelauncht wurde. Wir haben im Angebot von Plattform as a Service Azure SQL und die App Fabric. Das heißt, dass Unternehmen sehr schnell eine Lösung bauen können, also als Lösungsanbieter zum Beispiel sagen, ja, ich habe eine bestehende Datenbank, diese möchte ich jetzt in ein Cloud-Szenario migrieren, sodass also all meine Kunden oder dass diese Applikation auch von Außendienstmitarbeitern von dem jeweiligen Kunden genutzt werden muss, kann. Ich kann damit sehr schnell Softwareverteilung machen oder ich kann neue Lösungen bauen, zum Beispiel, wenn es darum geht um Storage oder wenn es darum geht, ich möchte unstrukturierte Daten von einer Migration in die andere tun, die kann ich in der Wolke abbilden. Das ist das Thema Plattform as a Service. Wenn ich jetzt zu finalen Diensten gehe, Software as a Service, dann klassisch unser Produkt, die Microsoft Business Productivity Online Suite, also Exchange Online, SharePoint Online, wir haben UC, das heißt, dass Sie sofort Live-Meeting machen können, dass Sie Telefonkonferenzen machen können. Dieses Produkt Software, die Software as a Service Produktfamilie wurde vor einem Jahr auf der CeBIT, damit jetzt vor knapp 1,5 Jahren im Markt gelauncht und wir haben derzeit über 2200 Kunden. Das heißt also, wir haben nicht nur ein sehr breites Portfolio, sondern wir haben derzeit auch schon tiefe Installationen. Und eines möchte ich noch anmerken, egal welches Produkt Sie heute nehmen, sei es Exchange, sei es unser Produkt Office Communication Server oder Lync, der Nachfolger, die sind out of the box, fähig, sofort einzusetzen on-premise, das heißt klassisch installiert, wie es heute ist im Unternehmen, oder auch in der Wolke. Für all unsere Partner ein Riesenvorteil, die kennen die Produkte, die Benutzer von den Partnern, nämlich die Kunden, kennen auch die Produkte. Das heißt also, damit habe ich die Produkte sehr schnell variabel und kann nur noch die Einsatzszenarien definieren und kann als Partner bestimmen, was braucht der Kunde und wie baue ich es auf. Auf der Worldwide Partner Konferenz in Washington wurde ja dieser Begriff geprägt, we are all in, mit der schönen blauen Wolke, die wir auch hier hinten haben. Ist das damit gemeint oder meinen Sie mit We Are All In auch noch mehr? Sie haben absolut recht, Frau Achtwal.
We Are All In hat eigentlich drei Definitionen. Die erste ist ganz klar die Produkte. Eine klare Botschaft an den Markt, die Produkte sind alle sofort cloud-ready. Hatten wir vor 3 Jahren noch nicht, wenn man sich Exchange anguckt, wenn man sich SharePoint anguckt, mit neuen Produktversionen ist es möglich. Das heißt, ich kann sofort anfangen, kann loslegen, kann dedizierte Lösungen bauen und kann auch Hybrid-Lösungen, Kombinationen bauen. Und wir sind der absoluten Überzeugung, dass auch immer Hybrid-Szenarien geben wird. Also es wird nie entweder oder sein, das heißt, ein Unternehmen ist rein auf Cloud. Es wird immer eine Mischung von verschiedenen Diensten, ein Zusammenspiel von On-Premise und in der Cloud-Diensten sein. Beispiel Exchange in der Wolke, SharePoint, weil Daten vielleicht hier in Deutschland sein sollten, betrieben beim Kunden oder beim Partner. Mhm. Nächste Facette von We Are All In ist klassisch, was wir als Microsoft tun. Mhm. Heißt, alle unsere Anstrengungen, alle unsere Produktpositionierung, was wir beim Kunden machen, dort werden wir das Thema Cloud immer als erste Priorität positionieren. Das heißt, also wir sprechen ganz klar mit unserem Corporate Account, mit unseren Großkunden, federführend über Cloud-Dienste. Was macht Microsoft? Was heißt das für dich als Kunde? Was könnten typische Szenarien sein? Wie kann man sowas einbauen? Und was wären dann klassische Fälle, auch nächste Schritte, wenn es in konkrete Anwendungsszenarien dann geht? Der dritte Punkt ist, was wir als Microsoft machen, wir werden in den nächsten Jahren über 100 Millionen investieren in die Go Cloud Initiative. Heute in der Partnerkonferenz announced von unserem Vorsitzenden, der Geschäftsführer, von Ralf Haupter. Wir werden auch über 20 Millionen in das Partner Network investieren für Cloud-Szenarien. Heute konkret, wir haben die Cloud Academy ins Leben gerufen. Ich würde jedem Partner Ihnen auch empfehlen, einfach mal anzugucken. Das ist eine Art Readiness-Programm auf den Produkten Azure, auf BPOS, auf Intune, nach Vertrieb, nach Technik, nach Marketing, wo sehr schnell auch notwendige Kenntnisse ermöglicht und vermittelt werden, zum Teil oder zum größten Teil selbstverständlich kostenfrei. Ferner haben wir Spezialisten, wir haben spezielle Techniker, wir haben spezielle Vertriebsmitarbeiter für Cloud aufgebaut, sodass über 10% unserer Belegschaft bei Microsoft wirklich für Cloud-Dienste zur Verfügung steht. Das ist eine ganze Menge. Cloud Akademie kann ich nur empfehlen, war ich schon drin und ist wirklich sehr interessant, sind auch sehr, sehr viele interessante Videos, auch was das Marketing betrifft, dass man einfach mal schaut, wo ist der Markt überhaupt und was kann man als Partner machen. Gut, wenn wir jetzt zu den Partnern kommen, Microsoft committet sich ja zu den Partnern. Sie nehmen die Partner mit ins Boot. Müssten Sie ja eigentlich gar nicht. Sie können das Thema ja auch selber anbieten. Warum haben Sie sich entschieden, von Microsoft die Partner mit ins Boot zu nehmen? Das ist eine der Grundsäulen von Microsoft und daran wird auch selbst Cloud nicht ändern. Wir sind eine reine Partner-Company. Das ist ein klares Commitment, nicht nur vom Steve Ballmer, nicht nur vom Ralf Haupter, nicht nur jetzt hier bei mir im Interview, sondern das ist unser tägliches Handeln. Wir verkaufen heute 99% über Partner. Die Partner und gerade auch unser Partner-Ökosystem von 31.500 Partnern hier in Deutschland ist die Säule in der Industrie, wo wir stark sind und wo wir gemeinsam auch etwas bewegen. Deswegen wäre es ja nicht nur komisch oder merkwürdig, wenn wir sagen, wir machen das im Alleingang, sondern gerade die Stärke, die wir haben, da sollten wir doch eher überlegen, was bringt das denn für die Partner? Und das ist genau die richtige Diskussion. Wir hatten in der Vergangenheit durch Cloud, ja, der Kunde geht ja dann zu Microsoft, dort wird er betrieben, zum Beispiel Microsoft Online Service, was ist meine Rolle des Partners, die typischen Fragen. Gerade jetzt in den über 2200 Fällen bei den Online Services stellt sich heraus, dass ohne den Partner es ja gar nicht geht. Das heißt, der Partner berät nicht nur die Kunden, er hilft nicht nur Dinge Cloud und Premise zu implementieren, er bekommt ganz neue Rollen. Das heißt, er kann vielleicht neue Szenarien aufbauen, die es sonst gar nicht gibt, die der Kunde gar nicht investieren konnte. Er ist Ansprechpartner für Support oder für Lifecycle Management und gerade die Befürchtungen, verliere ich dann im bestehenden Geschäft oder gewinne ich? Nach unseren aktuellen Erfahrungen ist es so, dass wirklich die Projekte mit Cloud 70% Neugeschäft sind und in dem Neugeschäft ungefähr ein Faktor 5 bis 9 Serviceumsatz. Das heißt also, wenn ich 1 Euro Umsatz mache und die Microsoft Online Services BPOS zum Beispiel verkaufe, vertreibe ich 5 bis 9 mal so viel meinen eigenen Serviceumsatz. Und wenn Sie sich das mal als Marge als Partner ausrechnen, dann ist das sehr interessant und könnten sogar sprechen, dass gerade die Cloud Service eigentlich ein Generator für Service-Marge sind. Und deswegen denken wir nicht nur aus dem Thema zusammen mit unserem Partner Cloud anzugehen, sondern gerade aus den Projekten, die wir kennen, ist es sehr interessant, mit den Partnern das Geschäft aufzubauen, weil für die Partner einfach auch mehr drin ist als heute.
prima. Also ich kann das nur bestätigen als Partner. Bei uns ist das genauso, wie Sie das geschildert haben. Und ich hoffe, wir können noch mehr Partner motivieren, in das Thema einzusteigen und den Zug nicht zu verpassen. Herr Nern, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß, sie ist knapp bemessen, schon gerade hier auf der Partnerkonferenz, und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Vielen Dank. Danke fürs Interview.